Seid gegrüßt. Heute reagieren wir auf die 31. Folge von Nachschlag, dem Debattenformat, wo Dieter Dehm, Kayvan Sufisiyavash und Paul Brandenburg immer miteinander diskutieren. Wir beginnen mit Kayvans Schlagzeile, nämlich Scharfmacher an die Front. Hilfe. Tja, Kevan, du sagst Scharfmacher an die Front. Ja, also ich mache mir wirklich ernsthafte Sorgen, was mit diesem Land passiert. Ich glaube auch daran, weil ich habe es ja neulich schon mal gesagt, als wir gemeinsam auf der Bühne saßen, als ich einen gut befreundeten Politiker zitierte, nach Scholz kommt Krieg, dass das wirklich in diese Richtung geht. Und wenn ich mir eben, wenn ich mir Politiker anhöre, wo ich genau weiß und auch plakatiert sehe, wo ich genau weiß, die machen jetzt hier so auf Oberbefehlshaber und die haben wahrscheinlich Rüstungsaktien oder aber arbeiten als Lobbyisten für die NATO, dann habe ich dafür ja noch Verständnis, weil das sind Leute, die in Dollarnoten denken. Aber wenn das Journalisten tun, dann wird mir ganz übel, weil die ihre Verantwortung extrem missbrauchen. Die haben ja Einfluss. Und wer mir da in letzter Zeit aufgefallen ist, ist unter anderem Frau Maischberger, andere auch, aber sie besonders. Und zwar, wenn sie zu Manuel Pistorius einlädt, dass sie dann quasi regelrecht ihn drängt, ob er nicht, warum er noch zögern würde, endlich die Ukraine mit Waffen zu befähigen, damit die endlich Moskau angreift. Das hat die auch so. Moskau, und vor ein paar Tagen war der Herr Kiesewetter da und der wollte 3 Raketen und sie geben nur 4. Warum geben sie nicht 5? Also, das sind alles Dinge, die ich extrem geschmacklos finde, wo ich das manchmal das Gefühl habe, ob sie das sexuell erregt. Und er sagt, ja, geil, dann töten wir ukrainische oder russische Soldaten. Das sind ja alles junge Männer, die da geschlachtet werden, als wenn das irgendwie ein Fetisch von ihr wäre. Bei Frau Strack-Zimmermann kann ich es nachvollziehen. Die ist komisch. Aber bei einer Journalistin, Frau Maischberger, wundert mich das sehr und macht mich auch aggressiv, weil das erinnert mich dann eben auch an Klitschko, der bei Lanz saß und ja auch gefragt wurde, ob er denn eigentlich auch an die Front gehen würde. Und weil er ja aufgerufen hat, die vielen abtrünnigen ukrainischen Männer, die irgendwo in Deutschland rumhängen, die mögen doch aus patriotischen Gründen zurückkehren. Und sagt er, nein, er würde nicht für sein Land sterben, sondern er müsste für sein Land leben. Das wäre viel schwieriger. Und habe ich gedacht, ja, dann was rufst du dann die ukrainischen jungen Männer zurück? Das ist ja ein Zeichen von Intelligenz, dass sie sich da nicht verheizen lassen. Aber um Ursula von der Leyen, was wie man die ja auch gesagt hat, ihre Söhne gibt sie nicht für den genau, Krieg. genau, genau. Und was ich mir gut vorstellen könnte, und Frau Maischberger sieht sich das vielleicht sogar an und sieht das, aber wenn ich Frau Maischberger treffen würde, wäre ich es auch ins Gesicht sagen. Frau Maischberger hat ja wohl auch ein Kind, Tochter oder Sohn, weiß ich nicht, aber es spielt ja auch keine Rolle. Es dürfen die jetzt auch Frauen an der Front sterben. Ich würde all diesen Scharfmachern mit in der Journalie, ja, mit diesen Ausweisen, denen es nicht schnell genug krachen kann und dann glauben, sie könnten sich irgendwo auf ihr Grundstück in Davos zurückziehen. Den würde ich gerne einfach mal so ein bisschen Front-Erfahrung gönnen. Die müssen nicht unter Beschuss geraten. So ein Infanterist hat ja 4 Minuten, das muss man sich mal vorstellen, durchschnittlich, sondern ich könnte mir das gut vorstellen als Erfahrung für all diese Lanzes und Maischbergers und Anne Wills, die sagen, warum tun sie ein bisschen mehr, muss er, dass sie einfach Folgendes tun, dass nämlich nachdem eine Front beschossen wurde, dass sie einfach dort dann, sie kommen aus der Sicherheit dann dorthin und räumen dort auf, einfach bloß. Das würde ich mir wünschen. Und das würde ich gerne mit der Kamera begleiten. Einfach nur, Frau Maischberger, sammelt die Leichenteile derer auf, die dann da rumliegen. Einfach, was dann noch so da ist. Einfach das in so Körbe und das einfach wegräumen. Einfach mal so einen halben Tag zerfetztes Menschenfleisch. Das riecht auch komisch. Das einfach aufräumen und danach live mit der Kamera gestreamt. Frau Maischberger, wie geht's uns denn jetzt? Wie läuft's denn? Und eine Frage, die man mir gestellt hat, wann ich meine Kinder an die Front schicken würde, würde ich Frau Maischberger, wenn ihre gefallen sind. Oder Frau von der Leyen, wenn Ihre Kinder gefallen sind, verbraucht sind und Sie schwer invalide, weil Sie mitgekommen sind, dann überlege ich mir, ob meine Kinder auch. Und weil das ja nie passieren wird, dass Ihre Kinder, deswegen meine auch nicht. So, aber um nochmal zurückzukommen, ich finde das inzwischen so geschmackvoll, geschmacklos und so ätzend, das regt mich so dermaßen auf, nämlich, dass man für den Krieg trommelt, bei dem man selbst nicht mitmacht und die eigenen Kinder natürlich auch nicht mit hinbringt, sind alles so Champagner-Kämpfer, dass ich mir das wirklich wünschen würde, dass wenn man so offen darüber redet und über Beschuss und Waffensysteme und überhaupt gar keine Ahnung hat, was das eigentlich bedeutet, dass man diese Menschen dann dorthin bringt und einfach nur, die müssen nicht beschossen werden, die müssen auch nicht selbst stehen, einfach nur aufräumt. Würde ich mir auch wünschen für die, die sagen, was man in Gaza machen müsste. Einfach mal hingehen und einfach so ein zerbombtes Krankenhaus und da die Kinder rausbuddeln. So was noch übrig ist an Teilen. Ich weiß nicht, ob man so etwas schon mal gesehen hat. Es gibt ja ein schönes Buch, würde ich mal sagen, Gesichter des Krieges, wo man nur menschliche Gesichter abgebildet hat, die Flaksplitter abbekommen haben, die überlebt haben, was davon so im Gesicht noch übrig ist. Einfach diese Personen dem mal aussetzen, auch dem Geschrei, wenn da zum Beispiel auch ohne Narkosemittel amputiert wird, einfach nur den Korb halten für den Arm und die Hand und so, einfach nur Skalpell, da dem mal aussetzen, dieses 10-mal ertragen. Und ich glaube, das wäre für Maischberger, Lanz und Co. eine wirkliche Heilung, sagen, sehen Sie es denn immer noch? So, wenn sie von robustem Mandat sprechen und was, ob man nicht noch dies und jenes und so weiter und ob man das ausschließen kann. Einfach das würde ich mir wünschen, weil das sind alles Menschen, das sind für mich absolute Schreibtischtäter, die haben überhaupt keine Ahnung, worüber sie reden, die haben wirklich, und die haben, würden sich auch gleich einscheißen, das bin ich ganz sicher. Aber einfach, du gerätst nicht unter Beschuss, Sandra, sondern du räumst dort nur auf.
Du räumst doch nur auf. Und ich meine, Paul, du als Sanitäter weißt ja auch, es ist ein Unterschied, von einem Motorradunfall gehört zu haben oder aber die von der Straße zu kratzen. Das ist nochmal was anderes. Das macht schon etwas mit einem. Aber du würdest es ja nicht begrüßen, dass man schneller fährt, damit du wieder was zu tun hast. Aber dort habe ich eben das Gefühl, dass man geradezu sexuell geil darauf ist, dass endlich Blut fließt. Und weil diese Menschen, glaube ich, überhaupt nicht wissen, worüber sie reden, würde ich ganz gerne, dass sie ihnen mal die Möglichkeit geben, dass sie mal diese Erfahrung machen. Das ist mein Statement. Scharfmacher an die Front und danach reden wir, wenn das dann noch geht. Ich glaube, die brauchen dann erst einmal ein paar Tabletten und sind 3 fürs Sanatorium. Und das würde uns alle vor vielen Dingen bewahren, die ja unvermeidlich sind, die ja einfach gemacht werden müssen. Nee, müssen sie nicht. Nein, müssen sie nicht. Das würde ich mir wünschen, einfach an die Front. Meine Befürchtung ist, dass das ein frommer Wunsch bleibt. Guck dir solche Leute wie Paul Ronsheimer an, ihr Lord Helmchen, der also bei jeder Gelegenheit vor irgendwelchen Bombenkratern steht oder sich mit Bild-Splitterweste irgendwo in die Gegend positioniert, um dann dazu zu hetzen und zu erklären, wie wichtig es ist, dass wir jetzt endlich zurückschlagen. Also es gibt auch diese Art von Journalisten, wenn du sie so nennen möchtest, aus meiner Sicht sind sie keine, sind Transjournalisten allenfalls, sind Propagandisten, die irgendwo hetzen und nicht an der Verbreitung von Informationen Interesse haben, sondern Aktivismus betreiben. Es gibt auch die das tatsächlich nicht berührt, beziehungsweise die vielleicht selbst davon eine Erregung empfinden. Es mag ja sein, dass diese Kaste von Etappenhasen, wenn du es in meinem Kriegsjargon bleiben möchtest, wie Maischberger und Will und solche Leute, die also immer in schön ausgeleuchteten Studios sitzen, vielleicht erreicht man die damit, die da nie waren. Das kann ja durchaus sein. Aber vielleicht, ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, du hast das ja vielleicht auch erlebt, bei dieser Clown-Truppe Bundeswehr, bei der wir mal waren, da gab es in meiner Zeit tatsächlich mal so eine Überschussübung. Das war noch bevor ich dann mit denen damals in den Jugoslawienkrieg gezogen bin, sind wir als Infanteristen in Grundausbildung mal nachts oder abends über ein Feld geführt worden, wo mit Leuchtspurmunition Maschinengewehrsalven dann über uns gefeuert wurden. Ich muss dir sagen, das hat mich mit am meisten beeindruckt. Es war sicherlich eine vollkommen harmlose Situation, da also Meter über uns da irgendwo in den Hügel geballert wurde. Ich selbst bin Schüsse seit kleiner Kindheit gewohnt, weil ich sozusagen auf Schießplätzen aufgewachsen bin als Sportschütze, aber selber zu merken, dass da über dich die Kugeln fliegen, selbst in der Gewissheit, dass man sicherlich selbst Bundeswehr, da kann man von allergrößten Fehlschlägen ausgehen. Wir haben gerade wieder gehört, dass seit Jahren Tausende von Geheimkonferenzen über WebEx da gestreamt wurden, live ins Netz. Aber also es besteht in dem Augenblick objektiv und auch gefühlt keine echte Gefahr. Aber es ist derartig eindrücklich, selbst unter Feuer zu sein. Vielleicht hilft das ja schon. Schick sie alle mal nachts in ein Feld und lass ein paar Bundeswehrleute damit mit Kugeln drüber ballern, damit sie das mal erfahren. Vielleicht erreicht man sie damit. Weil ich glaube, solange nicht wirklich die unmittelbare eigene Bedrohung empfunden wird, scheint sie auch die Perversion und die Brutalität nicht wirklich zu erreichen. Aber ja, also ich würde mir das wirklich wünschen, und das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jetzt Rache möchte, sondern dass dieses überhaupt nicht wissen, worüber man spricht und so leichtfertig mit dem Leben anderer Menschen umgehen, weil da sterben ja Menschen, die sind ja, wer soll denn den Krieg führen? Na, Jugendliche letztendlich. Sie gehen da gar nicht mit. Die schicken dort junge Menschen ins Feld, damit sie andere junge Menschen abknallen. Und während sie als Mutter dann ihre Kinder in Sicherheit bringen. Und ich will nur mal eins sagen, ich habe ja lange mal für eine Brausefirma auch gearbeitet aus Österreich und war dafür Spezialeinsätze insofern zuständig. Das war Sachen, die keiner mehr machen wollte, die hat man dann mir gegeben als Reporter. Und ich weiß, ich habe zweimal das Air Race moderiert und da hat man zu mir gesagt, damit du weißt, worüber du sprichst, was diese Typen da am Himmel mit ihren Flugzeugen machen, fliegst du jetzt mal von einem mit, da bin ich bei Mangold mitgeflogen. Also ein Mann, wo du sagst, okay, also Formel 1 ist ein Joke dagegen, weil das ist Irrsinn im 3D-Raum. Und dann steigst du noch eine Viertelstunde aus, bist schweißgebadet, völlig am Ende und denkst, und das macht er den ganzen Tag. Damit du weißt, was das bedeutet. Sonst kannst du das gar nicht moderieren. Du musst doch wissen, worüber du redest. Und dann, ich hätte nie meine Witze darüber gemacht, nach dem Motto, das kann ja jeder. Aber einfach zu wissen, was das für eine Belastung und was für ein Hochleistungssport das ist, diese Pirouetten am Himmel zu drehen als Kunstflugspezialist. Und das war bei einem Event der Unterhaltung, das hat der Veranstalter darauf Wert gelegt. Wenn du das machen willst, musst du dir das zumuten. Da habe ich gesagt, klar, bin ich dabei. Aber wenn du es nicht machen willst, dann darfst du es nicht moderieren. Und ich finde, dass wir ganz viele Leute haben, die über Krieg reden und das aber höchstens als Video spielen kennen und sehr wahrscheinlich, wenn dann irgendwie so ein Film kommt, dass im Kino sich die Augen zu halten, weil das so schrecklich ist, weil da gerade eine Hand ab durch die Gegend fliegt. Das ist aber was anderes, als wenn du eben das auch riechst. Das ist ein Unterschied, wenn du weißt, dass geschlachtet wird und du gehst in den Schlachthof und riechst dieses sterbende Tier. Das ist noch was anderes. Dann hörst du. Ja, ich glaube, wir haben alle Kevans Punkt verstanden, aber ich bin da doch skeptisch. Also es würde ja ein Mindestmaß an Empathie voraussetzen. Also selbst wenn selbst hat, dann muss man ja trotzdem den Wunsch verspüren, dass andere Menschen so etwas nicht erleben sollen. Also würde ich bei unseren Politikern absolut nicht sehen. Also ich halte die alle für komplett skrupellos.
vielleicht möglicherweise auch Fleisch zu essen. Und ich glaube, Leute, die ständig dafür trommeln, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man eigentlich sagen muss, wenn du das weiter in der Art und Weise machst, mit dieser Begeisterung, dieser Notwendigkeit, dann kommst du nicht umhin, mal persönliche Erfahrungen einzusammeln, damit du vielleicht deinen Blick ein bisschen korrigierst, weil sonst ist das verantwortungslos. Und wenn du sagst, das kann ich nicht, dann kannst du solche Sendungen nicht mehr machen. Mhm. Weil was du hier machst, ist Frontberichterstattung und du sprichst über zerfetzte Menschen, sterben, wird das Verrecken an der Front und so weiter, Splitter und so weiter, als wäre es ein Video. Spiel. Das geht so nicht. Das geht einfach so nicht. Und wenn wir das von Politikern, wenn wir Politiker immer verhöhnen, die im Wirtschaftsministerium sitzen und 1 und 1 nicht zusammenzählen können, und da haben wir recht, dass wir, da sollten wir auch sagen, Leute, die einen derartigen Einfluss auf die Stimmung im Lande haben, ja, dass die da einfach überhaupt keine Ahnung, das können wir nicht mehr machen bei so einem ernsten Thema, weil es geht ja nicht darum, kaufen Sie diesen Turnschuh. Es geht einfach darum, ob wir damit tausende Menschen über die Klinge springen lassen und das eskaliert dann eben auch. Also wenn man immer fordert, wieso keine Waffen, die weit ins russische Gelände hineinreichen, da möchte ich ja gar nicht drüber nachdenken, dass du weißt schon, dass es da einen atomaren Gegenschlag gibt. Brauchen wir gar nicht. Deswegen mit deinen Kugeln einfach und auch gar nicht unter Beschuss, Frau Maischberger, einfach einen Panzer, der unter Beschuss geraten ist, aufräumen, einfach im Umfeld des, und den Blendgranaten und den Splittermunition einfach die Teile zusammenräumen. Die riechen dann auch so. Das ist aber, das war Peter. Einfach in den Korb das rein. So einen ganzen Tag mal Leichenteile sammeln. Und ich glaube, dass Frau Maischberger, Frau Herr Lanz und so, dass die danach einfach kuriert werden. Und das würde ich mit der Kamera mitnehmen. Na, wie geht's uns denn? Und dann einfach, was macht das denn jetzt mit Ihnen? Weil das geht mir so auf den Sack, wie Leute sterben, anpreisen oder für das ist, als wäre es ein Schokoriegel. Und ich finde, ich habe mir lange überlegt, was kann man da machen? Und deswegen, wenn man sagt, ja, geht doch an die Front, ist nicht ihre Aufgabe. Aber ich hab nie erlebt, dass ein Scholatour so geredet hätte. Habe ich nie erlebt. Der war ja auch im Dschungel, weil der genau weiß, das ist kein Kinderspiel, das ist kein Spiel, das ist etwas anderes und das macht etwas mit dir. Und er hätte auch nie dafür geworben. Aber diejenigen, die permanent für Krieg werben, haben etwas gemeinsam, sie haben nie teilgenommen. Wenn es jetzt irgendwie so ein Patton wäre oder wie bei Apocalypse Now, ihr wollt surfen, surft, solche Leute gibt's ja auch noch, die unter irgendwelchen Drogen sich für unsterblich halten. Das ist noch eine andere Spezies. Aber hier haben wir es ausschließlich mit Leuten zu tun, sie auch Frau Strack-Zimmermann, die sich so generiert, als kämen sie gerade aus dem Einsatz. Ja, aber eigentlich nur Top-Gun-Plakate macht und so Quatsch. Und denen würde ich einfach sagen, bevor Sie da weiter reden wollen, verschaffen Sie sich einfach mal die Expertise. Wie stark sind Ihre Nerven? Wie gut halten Sie das Verrecken von jungen Menschen aus? Sie gehen danach dorthin. Das würde ich gerne einfach mal wissen, bevor Sie hier einfach das Maul aufreißen. Okay? Und das würde ich mir wünschen, dass das mal passiert, weil das ist unerträglich, was dort passiert im deutschen Fernsehen. Ja, das hat Kevin ja schon häufiger gebracht, den Punkt, das Ding ist, es wird nicht passieren. Also die Leute, die darüber entscheiden, ob Krieg geführt wird, die sind, die später an der Front sterben müssen. Das ist seit jeher so. Das ist nichts Neues. Unerträglich. Ja, du bist Therapeut. Erreichen wir Leute mit solchen Methoden? Bevor du da unbedingt deine Meinung zu hören möchte, die dringende Filmempfehlung bei dem Thema von Starship Troopers. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Kevan. Ein Film über Faschismus und Begeisterung für Krieg, der unsere Situation aus meiner Sicht gerade besser kaum treffen könnte. Man lacht sich tot und das Lachen bleibt im Halse stecken. Wollen Sie mehr erfahren? Guckt euch Starship Troopers an. Aber Dieter, ernsthaft, erreichen wir Propagandisten wie Maischberger und Konsorten mit solchen Schockbildern? Es ist letztlich das Prinzip von Beatmungs- und Krebsfotos auf Zigaretten. Ich kann dir das nicht, glaube ich, noch ein bisschen anders, aber ich kann dir das nicht beantworten, weil das hängt, glaube ich, sehr von der Sensibilität des einzelnen Menschen ab. Es gibt ja auch Journalisten, die eine Zeit lang, so wie Maischberger und andere und Lanz, da sehr engagiert waren und dann über bestimmte Ereignisse vom Saulus zum Paulus geworden sind und gegen den Krieg gewesen sind. Dann gibt es welche, die so hart gesotten sind, dass sie eben innerlich mit der Kategorie, die ja auch Kevan an anderer Stelle schon benannt hat, das sind weniger wertes Leben und wir gehören eigentlich zur elitären Spezies, so abgeschottet sind, dass sie das möglicherweise zwar riechen, aber dann anders sinnlich wahrnehmen. Das hängt von den einzelnen Menschen ab. Vielleicht darf ich einen Stock tiefer gehen. Ich habe gestern im Deutschlandfunk gehört, also dem Deutschlandstaatsradio, dass die ukrainischen Menschen, jungen Menschen, überwiegend junge Männer, die hier nach Deutschland gekommen sind, jetzt nach dem Prinzip ausgesiebt werden sollen, dass Selenskys Wunsch, die an der Front zu verheizen, mit deutschen Behördenhilfe zurückgeschickt werden sollen, abgeschoben werden sollen, dass sie keine Ersatzpapiere, so hieß das dann in dem Kommentar des Deutschlandfunks, ausgestellt bekommen und somit dann nach der Ukraine kommen, weil die Ukraine im Unterschied zu Afghanistan, Irak und anderswo kein Unrechtsstaat sei und man die dahin abschieben könnte. Nur um das mal zu zeigen. Hier werden also Leute zu Kanonenfutter gemacht, die möglicherweise hier auch aus Fluchtgründen nach Deutschland gekommen sind, um nicht
an die Front zu gehen. Und ich war immer stolz drauf, einen GI wenigstens mal 14 Tage in meiner kleinen Behausung versteckt zu haben, der dunkelhäutige GI, der damals nicht nach Vietnam wollte. Und das, glaube ich, dieses ist völlig abhanden gekommen, dass die desertierten Leute, die hier nicht nur auf unsere Sozialhilfe scharf sind, wie viele Ukrainer, die am SUV beim einer Agentur vorgefahren kommen oder sonst wo, um dann ihr Geld abzuholen, sondern die wirklich aus Fluchtgründen hier sind, dass man die zurückschicken möchte. Alle Männer im wehrfähigen Alter und auch Frauen, die in medizinischen Berufen arbeiten, sind aus Fluchtgründen hier. Die können eingezogen werden, wenn sie zurück in die Ukraine gehen. Also, das ist ja, also, weil Dieter eben gerade gesagt hat, die aus Fluchtgründen hier sind, das sind erstmal alle Männer zwischen 25 und, ich glaube, 65 Jahren. Also ein ziemlich großer Anteil von den ukrainischen Flüchtlingen, die hier sind. Was du hier erwähnst, das ist ja im Grunde ist es eine Remigration von ukrainischem Kampfmaterial, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das wirft schon Fragen auf. Aber nur mal, weil du gesagt hast, ich glaube, ob das von den Leuten nur, die ansonsten jede Abschiebung Aber was ich sagen möchte ist, ich glaube, also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin jemand, ich bin relativ angstfrei und mache auch verrückte Sachen, wo ich manchmal denke, warum machst du das und so, weil ich einfach so verrückte Sachen brauche. Aber ich war damals, ist noch gar nicht so lange her, war ich mit Willy Wimmer auf der Krim. So. Und ich habe mir damals Sevastopol natürlich angeschaut und so weiter, aber ich habe mir vor allem auch die Soldatenfriedhöfe angeschaut. Und zwar Soldatenfriedhöfe und auch diese riesigen Kanonen, aus denen da geschossen wurde, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da will ich gar nicht, wenn sowas trifft, was das bedeutet. Eben wo unendlich viele Menschen, Sowjetbürger lagen, à la couleur, die man ja alle dahin gefahren hat, um da zu kämpfen. Und auch ganz, ganz viele Deutsche, und zwar bis zum Horizont. Und da macht es keinen Unterschied, ob das jetzt Russen, Ukrainer, Deutsche, weil wer immer da kämpfen muss in diesem Krieg, wurden die ja auch nicht gefragt. Ja, wurden ja auch viele aus der Sowjetunion, Eskimos haben da gekämpft. Es gibt so ein schönes Buch, unsere Opfer zählen nicht. Ich glaube, über 100 Millionen Menschen in der dritten Welt hat man auch noch im Krieg mitverheizt, die gar nicht vorkommen. Das spielt keine Rolle. Aber als ich auf diesem Soldatenfriedhof war, bis zum Horizont, das schnürte die Kehle zu. Weil da habe ich mir die mal angeguckt, da war ja kaum jemand älter als 23. Mhm. Und das lässt dich nicht kalt. Also es ist nicht so, wo ich denke, naja, ist ja lange her, das spielt keine Rolle. Von so einem Ort geht ein derartiger Schrecken aus, ein derartiges, wo du denkst, es ist richtig ekelhaft, ja, wo ich dachte, das ist ein, wo ich gedacht habe, okay, ich bin ein harter Typ, aber wo ich dachte, nicht gut. So. Und ich glaube, das würde schon reichen. Und fragen, das ist ja das Ende eines Krieges. Wollen Sie das nochmal? Ja, unsere Politiker sind dann aber nicht auf den Gedenkfeiern. Das kennen wir ja schon. Also, wenn in Russland dem 9. Mai gedacht wird, dann, also dem Tag des Sieges in Russland, ist ja der 8. Mai, der Tag der Befreiung, dann, ja, nehmen unsere Politiker nicht an den Gedenkfeierlichkeiten teil, beziehungsweise in Deutschland, da werden Menschen mit russischen oder sowjetischen Flaggen festgenommen, die diesem Kriegsende gedenken wollen. Also das Gedenken, das wird ja nicht, es ist ja nicht so, dass die Politiker da nicht nur einfach nicht hingehen, sondern es wird sogar kriminalisiert. Also ja, und bestimmt auch mit dem Grund, den Kälbern hier erwähnt, wenn viele Menschen sich wieder klar machen würden, wie schrecklich Krieg ist und dass das unter allen Umständen zu verhindern ist, dann ja, wäre vielleicht auch der Widerstand gegen die aktuelle Politik größer, als er das gerade ist. Weil die Leute, die dort liegen, die sind ja nicht aus Überzeugung dorthin und sind dort gefallen. Die hat man dorthin geschickt. Und am Ende wird ja verhandelt, allerdings ohne die. Und wenn man immer so leichtfertig über das Leben anderer Leute redet, ja, die dann eben das robuste Mandat und kämpft, wird ja nie für ein Töten gesprochen. Einfach den mal aussetzen, sagen, gehen Sie mit. Sind Ihre Kinder auch dabei? Wenn Sie doch, das ist doch unumgänglich, sind Sie auch dabei? Und da kommt dann, und das, was sich in ihrem Gesicht abspielt, das ist so ähnlich, haben wir ja schon neulich gesehen, als Klitschko gefragt wurde, und das ist eine andere Situation gewesen, ob er auch bereit wäre, an der Front zu sterben. Und da plötzlich war das nicht mehr der super taffe Typ. Nee. Und wenn das aber an so einem Ort ist, dann, damit die Leute danach vielleicht mal, damit mal ein Ruck in ihrem Kopf stattet, was predigst du denn da eigentlich? Worüber redest du denn eigentlich? Und das ist etwas, ich glaube, so abgebrüht ist niemand. Davon gehe ich mal aus, dass ihm das vollkommen kalt lässt. Und ich glaube, da tun wir uns alle mit einem Gefallen, weil diese Menschen in ihrer Euphorie, die vielleicht so viele Kriegsfilme gesehen haben, vielleicht denken, dass wir irgendwie Krieg, dass um 18 Uhr gehen wir alle nach Hause. So ist das ja nicht. Die Verrohung und diese Energie des Mordens, ja, das ist ja Schlachten. Das ist ja das heißt ja nicht umsonst Schlachtfeld. Da wird geschlachtet. Da wird eine Bombe rein und dann boom. Und was dann noch so übrig ist. Und sich dem mal aussetzen, damit dieses unendliche Gequatsche
Nämlich Leute schlachten im großen Stil, damit dieser Scheiß aufhört. Das ist einfach, ich glaube, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, auch Maischberger, Lanz und Co., die würden danach das nicht mehr machen können. Das hoffe ich. Weil sie merken, nee. Und das würde ich gerne dokumentieren, weil es sieht immer so aus, als wäre das irgendwie, das klingt immer so schön, aber es ist kein Kinofilm. Und wenn, und ich glaube, dass man diese Erfahrung, das kann man eben nicht simulieren und dieses Gefühl, was sich dort dann auftut, ich glaube, das musst du erleben, damit du mit diesem Scheiß mal aufhörst. Du musst dich dem aussetzen, du musst diese Leute mal dem aussetzen, damit sie mit diesem Scheiß einfach mal aufhören. Auch hier, wenn jemand sagt zu meiner Gaza, da muss man jetzt dranbleiben, komm doch mal mit. Komm doch mal mit und erklär dieser Frau, dass ihr drittes Kind gerade, dass der Arm amputiert wird, die ausgebuddelt und wie, was wieder zusammenbricht und sagt dir, das hat alles seine Berechtigung, die Hamas ist daran schuld. Mach das doch mal. Setz dich doch dem mal selbst aus, was da deine Nerven machen. Das würde ich gerne mal wissen, damit du weißt, wie du über Leben und Tod leichtfertig bei Chips sprichst, okay? So, weil ich glaube, ich habe noch keinen Soldaten getroffen, ich habe viele GIs getroffen, ich war ja bei der Bundeswehr, die in Vietnam war, ja, und die Gesichtszüge hatten, da war es nicht so, ich freue mich auf den nächsten Einsatz. Sie waren froh, dass sie in Deutschland stationiert waren, in der Hoffnung, dass sie da bleiben. Ich habe keinen, der mit Begeisterung, wie geil das war, und die TET-Offensive, keinen. Das waren nur die Leute bei der Bundeswehr, die zu viel Steiner, das Eiserne Kreuz, im Video gesehen hatten. Niemand, der dort war, hat gesagt, es war schön. Habe ich nicht. Das sind immer die Leute, die keine Ahnung haben, die andere Kinder in den Krieg schicken. Und der Scheiß muss aufhören. Und ich überlege mir, was kann man machen? Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, zu sagen, wie wäre es, wenn wir gemeinsam mal diese Erfahrung machen? Und ich biete mich an, ich gehe mit. So sehr ich dir recht gebe, dass das wünschenswert wäre, bleibe ich da Pessimist. Das sind die gleichen Leute, die ihre Kinder öffentlich oder die Kinder öffentlich impfen, also in Person von Karl Lauterbach und anderen, die ihre eigenen Kinder dann experimentellen Behandlungen aussetzen und die da auch in der Vergangenheit nie irgendeine Form von emotionaler Beteiligung dran zeigen. Ich bin tatsächlich so pessimistisch zu meinen, dass die Kaste der Propagandisten, die da ganz oben in der ersten Reihe auf den Staatsbühnen sitzt oder in diesen Marionette da im Regime dient, die sind derartig kalt. Solange die Kugel nicht in der eigenen Lunge steckt, werden die keine Schmerzen empfinden. Die sind von einer derartigen Kälte und Brutalität, da bin ich dann ganz bei Dieter, ab 100% Rendite gehen sie über Leichen und das sind im Zweifelsfall auch die Leichen ihrer eigenen Kinder. In so einem Moment, wo dann Ursula von der Leyen zuckt, ja, da hat sie ja unwillkürlich, musste sie lachen, als sie gefragt wurde, ob sie ihre eigenen Kinder hinschicken würde. Dann kam so nach dem Motto, das ist eine blöde Frage, selbstverständlich nicht. Ja, das war ein Lapsus, weil diese Frau ist ja nun auch nicht allzu intelligent und professionell. Sie selbst ist eine Marionette, sie gehört jetzt nicht zu den Hintermännern, sondern zu den willigen Helfern. Auch ein Klitschko, der da offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt wurde, hat mit der Frage nicht gerechnet und hat wahrscheinlich mal ehrlich geantwortet. Wird ihm wahrscheinlich kein zweites Mal passieren. Aber dass ihm das wirklich Angst macht, da seine eigenen Kinder zu schicken, glaube ich nicht. Ich fürchte, diese Menschen müssen es selbst erlitten haben, selbst erlebt haben, müssen die Panik im eigenen Leib spüren, weil ihnen eben die Empathiefähigkeit fehlt. Ja? Hätten sie das, was du da gerade beschreibst, was wir voraussetzen, die ein Mindestmaß an Empathiefähigkeit, ein Mindestmaß an Menschlichkeit, was die Antizipation dieser Grausamkeit angeht, dann würden sie das ja gerade nicht tun, was sie tun. Ja? Es ist ja sozusagen die Zulassungsvoraussetzung für einen Massenmörder wie Lauterbach auf seiner Position, ist ja die Abwesenheit dieser Fähigkeit. Du musst diesen Menschen eine Granate in die eigene Hose stecken, damit er, die muss dann nicht hochgehen. Das ist keine Andeutung, keine verklausulierte Fassung, Lauterbach Gewalt anzutun. Aber er muss die Panik selber spüren, in eigener Bedrohung. Dann mag es so sein, der echte, Dieter, du wirst mir beipflichten müssen, der echte antisozialen Persönlichkeitsgestörte, die zeichnen sich also in der höchsten Ausprägungsform dieser Krankheit, ist ja dann gerade dadurch gekennzeichnet, dass er nicht mal selbst Angst verspürt. Es macht den wirklichen Psychopathen eben gerade gefährlich, also in der Psychopathen. Psychopath ist kein medizinischer Begriff, das ist ein plakativer Begriff, der nichts bringt in der Abgrenzung des Krankheitsbildes. Ja. Aber der wirklich gefährliche Gewalttäter, der fremd- und eigengefährdend ist, ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass er keine Angst empfinden kann. Ja, den kannst du aber nicht. Weißt du, ich glaube ja noch, wenn Herr Klitschko seine Kinder in den Krieg schicken wollte, müsste er immer noch an Frau Klitschko vorbei. Und die würde sagen, jetzt hör mal genau zu, mein Freund. Das glaube ich, ja. Und ich glaube auch, dass bei Frau... Ich habe die Kinder geboren. Ja, also die Frauen, die das eben machen, ich weiß auch, dass ja Frau hier Strack-Zimmermann Kinder hat. Einfach, dann würde ich glaube, wenn es dann ernst wird, verabschieden sich nochmal von Peter und Stefanie, weil die kommen ja nicht mehr so zurück und so weiter. Sie schicken jetzt ihre Kinder in den Tod für die gute Sache. Dann plötzlich nicht, vielleicht wollen die auch nicht. Nochmal einen schönen Abschiedsbrief. Aber was ich glaube, wenn man sie der Situation mal aussetzen würde, einfach die Leichen am Ort, wie es nach verbranntem Fleisch riecht und das war wohl mal ein Arm und das ist ein Stück Gesicht, oh, das ist ein Stück Schädel, einfach mal wegräumen, dieses Schmierige, dem sich dem mal aussetzen. Und was auch, wo ich auch denke, wo man
viel früher reingrätschen müsste, die Art der Sprache. Also zum Beispiel, wenn wir von, also Kriegsmüdigkeit, das finde ich eh lustig. Also wir müssen die kriegstüchtig, kriegsmüde, ja, ich bin müde, weil soll ich begeistert sein, dass ich Leute umbringe und willkürlich in irgendwelche Truppen reinschieße, aber auch so etwas wie Kriegsverbrechen. Das suggeriert, als wenn Krieg selbst kein Verbrechen wäre. Aber im Krieg selbst kann man Verbrechen begehen, wo ich denke, was ist das, was überhaupt das Wort? Ja, Kriegsverbrechen? Ja. Da sind Kriegsverbrechen begangen worden. Wie? Ja, die anderen haben Kriegsverbrechen, weil die haben Krieg geführt und da haben sie Verbrechen begangen. Krieg bedeutet willkürlich in Menschengruppen rein, in der Hoffnung, dass es, damit derjenige, der die anderen geschickt hat, damit das Menschenmaterial ausgeht. Und ich meine nur, ich glaube, dass ich habe es ja auch gesehen, ist auch wie widerlich das war, als Pistorius bei Maischberger war, dass sie dem erstmal gezeigt haben, der hat ja einen Bruder, ist ja Fußballgeist, wie gern sieht sie ihm, um dieses Menschelnde. Es ist widerlich wieder gearbeitet. Der Titel der letzten Hurra-Sendung hieß sogar so, Mensch Pistorius. Das war und das. Aber dann in diese Richtung, wo ich nur einfach denke, weißt du, Frau Maischberger, die verdrängt das natürlich. Die verdrängt das, ja. Oder sie hat einfach sich schon damals, weil sie immer zu den Füßen von Helmut Schmidt war, irgendwie lungentechnisch was eingezogen, was aufs Gehirn. Ich weiß es nicht. Aber ich würde einfach sagen, anyway, wir nehmen dich jetzt mal mit. Shuttle Service und heute einfach mal so an der aktuellen. Und die Front, die nicht mehr unter Beschuss ist, da liegt noch viel rum. Du sammelst nur das Fleisch ein. Frau Maischberger weiß jetzt, wo ich anrufen muss. Wenn sie das möchte, meldet sich bei Kieran Sophia was. Ich gehe mit, Sandra. Ich gehe mit. Ja, es gibt also so ich würde mitgehen. Es gibt so einige Freunde in Deutschland, die so eine Reiseeinladung annehmen würden. Mal schauen, was Sandra Maischberger macht. Das ist auf dem Laufenden. Ich bin skeptisch, dass das passiert, aber ich würde die Doku wahnsinnig gerne sehen, lieber Kevan. Ja. Und wenn ich Sie in Berlin nur so treffen sollte, dann spreche ich Sie darauf an und ich nehme Sie mit. Ja, ist notiert. Bis dahin befassen wir uns mit innenpolitischen Sachen. Dieter, du sagst nämlich nur peinlich. Jetzt sind alle. Ja, okay, das ist jetzt die nächste Schlagzeile. Abschließend zu Kevans, ja. Utopie kann man es ja nicht nennen. Eher Vorschlag, um greifbar zu machen, wie irre Krieg eigentlich ist. Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, die, die den Krieg befehlen, sind nicht die, die am Ende im Schützengraben liegen. Mir ist bezüglich des Zweiten Weltkriegs noch ein interessantes Detail eingefallen. Stalin hat tatsächlich seine Kinder an die Front geschickt. Also er war der Meinung, dass die keine bessere Behandlung als normale Sowjetbürger verdienten und deswegen mussten sie auch in die Rote Armee und dann eben an der Front gegen die Deutschen kämpfen. Also das fand ich nochmal ein interessantes Detail, wo es vorhin um die Kinder ging. Also gibt auch Politiker, die das anders sehen als oder anders sahen als Klitschko und von der Leyen an der Stelle.